Willkommen bei der 23. Episode des Vitamin Berg Podcast. Heute ist mein Gast Matthias Kodym. Matthias hat nicht nur den PCT gewandert bzw. gelaufen, er ist 3000 Kilometer quer durch Österreich, einmal von rechts nach links, von links nach rechts und nochmal nach links. Insgesamt hat er dabei über 23.000 Kilometer in den letzten 3 Jahren quer durch die Welt gewandert und gelaufen, und darüber sprechen wir. Ja, wenn dir das gefällt, freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar, was ich besser machen kann, und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Interview aus dem Pitztal. Ciao! Willkommen im Pitztal, und Ende letzten Jahres, da hat mich jemand angeschrieben, den ich nicht kannte, hat gefragt, ey, wollen wir mal ein Interview machen und so weiter, und ich bin hier so 3000 Kilometer durch die österreichischen Alpen gelaufen oder gewandert, da dachte ich mir, cool, aber der Herr kommt nicht bei mir um die Ecke, von daher war das dann ein bisschen schwierig zu koordinieren, ganz einfach, weil ich möchte doch die Sachen live aufnehmen und nicht per Skype oder was auch immer. Das ist mir irgendwie noch nicht so richtig, fetzt einfach nicht. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns jetzt hier durch Zufall im Pitztal gemeinsam als Podiums-Diskussionsteilnehmer beim Trailrunning-Symposium gestern getroffen haben und dass er morgen dann hier auf dem Pitztal 85 läuft. Und somit haben wir heute noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen zu schnacken. Herzlich willkommen im Podcast, Matthias Kodym. Ja, hallo. Hallo, Robert. Matthias. Freut mich auch, dass es geklappt hat. Was machen die Beine für morgen? Naja, jetzt nicht viel, aber hoffentlich morgen das, was sie machen sollen, laufen. Okay, also bist du entspannt, und es war ja doch relativ kurzfristig. Du hast dich erst letzte Woche dafür entschieden, dann doch zu laufen. Ja, also ich habe den Großglockner Ultra Trail gemacht vor 2 Wochen und habe dann etwas Zeit gebraucht, mir zu überlegen, ob die Regeneration passt, dass ich jetzt laufen kann, und mir ist gut gegangen nachher. Und aus dem Grund habe ich mich dann entschieden, wenn ich schon mal da bin, den 85er zu machen. Sehr cool. Bevor wir jetzt zu den ganzen Themen kommen, nochmal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Matthias Kodym aus Buchberg am Schneeberg in Niederösterreich, und ich wandere und laufe gerne weite Distanzen. Das mache ich hauptsächlich. Und was machst du nebenberuflich, also quasi, wie verdienst du dein Geld? Ist das eher durch deinen Blog, durch deine Vorträge, oder ist das, hast du wirklich einen Job? Ja, also. teils. Also ich verdiene etwas mit regulärer Arbeit. Ich arbeite im Fotohandel, und den Rest verdiene ich eben durch Vorträge, ab und zu kleine Berichte, Fotografie, ja, aber hauptsächlich durch Vorträge eigentlich. Okay. Du hast gerade schon angesprochen, vorletzte Woche war der Großglockner Ultra Trail. Ich finde, ein sehr harter Lauf. Also der hat es schon in sich. 110 Kilometer, 6.500 Höhenmeter und sehr technische Passagen. Wie hast du das erlebt? Ja, genau so eigentlich. Dadurch, dass ich aber in der Planung und Durchführung von dem Großglockner Ultra Trail von Anfang an dabei war und auch teilweise die Strecke mit konzipiert habe, wusste ich natürlich, um was da geht, und generell liegen mir unlaufbarere oder technischere Strecken mehr als Strecken, auf denen man schnell laufen muss oder kann, und von daher hat es mir sehr viel Spaß gemacht, die Strecke mal im Rennen zu erleben und zu laufen. Also können quasi die Leute, die jetzt darüber schimpfen, was das denn für eine schwere Strecke war, können sie sich bei dir bedanken. Auf jeden Fall. Wie lange warst du unterwegs? 17 Stunden und 18 Minuten, so in etwa. Also kann man schon fast von einer Überdosis Vitamin Berge reden, ja, oder? Definitiv, ja. Also, schon. Also für mich ja noch nicht Überdosis, aber gerade so die richtige Dosis. Wie ist das dann? Läufst du dann lieber eher nachts oder am Tag?
Ja, ich mag generell Nachtstarts, also wenn Rennen so um 23 Uhr, 24 Uhr starten, durch die Nacht gehen, liegt mir das. Mir liegt es, durch die Nacht zu laufen, wenn man sich das sehr gut fokussieren kann auf das Wesentliche. Und ja, meistens bei Tagesanbruch geht es mir dann nochmal gut, also nochmal eine Spur besser vielleicht. Und jetzt donnert es. Mhm. Aber das kriegt man noch hin. Ja, ja. Ja, also Nachtstarts mag ich. Ich bin gespannt, wie das morgen wird mit einem Start quasi mitten in der Nacht. Ne? Ja. Das ist dann wieder was anderes. Aber ja, normalerweise, ich weiß nicht, also ich habe in der Nacht eigentlich keine Probleme mit dem Laufen und auch keine Einbrüche mit der Müdigkeit oder so bisher. Ja. Du hast geschrieben an deinem Bericht, ich wache auf und stelle fest, dass sich irgendwas im Rückenbereich seltsam anfühlt. Ein eingeklemmter Nerv, was war's? Schnitzel vom Vortag, was quer liegt? Nein, es war tatsächlich irgendwas Muskuläres. Ich habe dann auch nicht weiter darüber nachgedacht. Es ist dann von allein weggegangen und ich habe es unter dem Laufen nicht gespürt. Also es war nur davor. Und die Angst, dass es während dem Laufen wehtut durch die Erschütterung, war natürlich da. Aber ich habe dann eigentlich, sobald der Lauf losgegangen ist, überhaupt nicht dran gedacht. Also war weg. Du hast, also wir hatten davon schon, du machst Vorträge und so, wie nennt man das, Multimedia-Shows, ja, oder? Ja, Multimedia-Vorträge kann man sagen, Foto, Video gemischt. Ja. Über dein größtes Projekt, was du bisher gemacht hast mit dieser, also ich habe hier das Bild vor mir, einmal von rechts nach links, also von Ost nach West, von West nach Ost und dann nochmal wieder zurück nach West durch Österreich, 3000 Kilometer. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also mir ging es jetzt natürlich nicht darum, die möglichst komplizierteste Route von Bozen nach Wien zu laufen, sondern ich wollte die drei Alpenkämme von Österreich durchwandern und miteinander verbinden, also Süd-, Zentral- und Nordalpen. Und auf die Idee kam ich in erster Linie durch den Nordalpenweg, der bei mir in Buchberg vorbeigeht. Wo und, ist Buchberg? Ist in Niederösterreich, bei Wien, sagen wir mal so, in der Nähe von Wien. Und der ist 1000 Kilometer lang, eben von Berchtoldsdorf bei Wien nach Bregenz, Bodensee. Hm. Und ich hatte aber vor, eine längere Tour wieder zu machen, 2016, und dann hat sich eben ergeben, dass ich dann noch die zwei anderen Wege mitgemacht habe und dann auf eine Länge gekommen bin, die für mich interessant war. Und so kam es dann zu den 3000 Kilometern und den drei Haupt- oder drei Alpenkämmen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ja, so um die 120 Tage in etwa. Also das hast du dann quasi in einem Sommer oder in einem Jahr schon hintereinander gemacht? Ja, von Juni bis Oktober, kann man sagen. Oh. Ja, Mitte okay. Juni. Ja. Wie hast du dich darauf vorbereitet oder hast du gesagt, oh, ich laufe einfach mal los? Naja, also die Tour 2016, da hatte ich ja schon seit 2010 jede Menge Erfahrung mit Pacific Crest Trail und die Araroa auf Neuseeland. Und von daher wusste ich mich, auf was ich mich jetzt in etwa einlasse. Ich kannte die Alpen vom Trailrunning, habe davor ja auch schon mein Trailrunning-Pensum, quasi Trainingspensum gehabt. Und ja, somit war es eigentlich, okay, wann fange ich an? Und ja, habe mich jetzt nicht großartig noch zusätzlich darauf vorbereiten müssen. Was nimmt man dann auf so einen langen Weg durch die Alpen mit? Also das ist ja schon, gerade wenn man jetzt, irgendwann fängt es jetzt an zu gewittern, also man braucht was für den Regen, man braucht was gegen die Sonne, zu essen wäre auch noch ganz nett. Mhm. Wie hast du das gemacht? Also was hast du alles dabei? Hast du dich unterwegs verpflegt oder bist du eingekehrt jeden Tag? Ja, also was man mitnimmt, so wenig wie möglich, das habe ich bei meinen vorhergehenden Trips gelernt, weil man muss ja alles den Berg hochschleppen und je weniger man mit hat, desto einfacher ist es, auch aus Gefahrensituationen, sprich Gewittern, rauszukommen und auf diese Distanz mit den Höhenmetern, also über 150.000 Höhenmetern im Aufstieg und Abstieg, ist es natürlich auch gelenkschonender, wenn ich am Rücken so wenig wie möglich habe. Mhm. Aber das ist auch ein bisschen so ein Ding von mir, dass ich einfach minimalistisch unterwegs sein will. Und je weniger Zeug man im Rucksack hat,
desto weniger muss ich auf etwas schauen, sondern ich weiß, wo meine Sachen sind, ich weiß, wie was funktioniert. Ich brauche nicht lang herumsuchen, ich brauche nicht lang zum Einpacken. Ich kann mein Zeug nehmen, bin innerhalb von einer Viertelstunde abmarschbereit und das vereinfacht diese Sachen irrsinnig. Weil man kommt ja halt nach einiger Zeit drauf, dass man draußen ja so gut wie gar nichts braucht. Also ich nehme kaum Wechselwäsche mit und Kleidung, eine Garnitur, Regengewand, fertig. Und ja, von der Verpflegung habe ich so gemacht, dass ich mich also versucht habe, autark zu unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe für gewisse Abschnitte mein Essen mitgehabt und dann in den Ortschaften Nachschub gekauft. Genau. Und der Hunger wurde dann natürlich auch größer und dann habe ich auf Hütten eingekehrt und da auch zugeschlagen. Wie hast du da übernachtet? Also ich hatte gestern in deinem Vortrag gesehen, auch, dass du auch mal das Zelt einfach so auf eine Wiese gestellt hast. Ja. Auch mehr das oder mehr Hütte? Naja, mehr Zelt. Das war auch mein Zugang, dass ich das so machen will. Für mich gibt es nichts Besseres, als am Ende vom Tag irgendwo ein ruhiges Plätzchen zu finden und draußen schlafen zu können und mit dem Sonnenaufgang das Camp abzubrechen und weiter zu wandern. Aufgrund des schwierigen Wetters, vor allem in den ersten 2 bis 3 Wochen, Gewitter jeden Tag von Anfang an, habe ich dann auch sehr stark auf die Infrastruktur zurückgegriffen, also Hütten oder Pensionen in kleinen Ortschaften und ja, da haben sich recht witzige Übernachtungssituationen ergeben. Aber auf jeden Fall mehr draußen bivakiert. Ja. Wie ist es dann so vom Gefühl her? Also ich habe es noch nie gemacht, leider muss ich sagen. Wenn man dann so alleine irgendwo oben am Berg ist. Ja, herrlich. Herrlich. Okay. Herrlich. So diese Stille oder das Rauschen von dem Bach. Aber ja, nein, ich mag den Hüttentrubel überhaupt nicht. Also da schlafe ich 10-mal lieber draußen, als wenn es in der Hütte so richtig abgeht und man so richtig merkt, dass man da irgendwie fehl am Platz ist. Und wie ist das Gefühl dann? Also ist es dann wirklich so frei und niemand um mich rum? Ja, schon. Ja. Ich habe jetzt nichts grundsätzlich gegen Leute, die um mich sind. Aber draußen kann ich schon genießen, nach einem langen Tag, wo ein schönes Platz halt zum Finden oder auch, es ergibt sich halt oft ein Platz, der halt vielleicht nicht so optimal ist, aber halt die Nachtruhe zumindest gewährt. Und ja, mag ich vom Gefühl her. Was war so das lustigste Erlebnis oder das schlimmste Erlebnis, was so? Also, weiß nicht, hatte mal ein Murmeltier irgendwie die Herren geklaut oder. Also bei der Tour im Speziellen? Nö, insgesamt, was dir so mal bei deinen Touren überhaupt passiert ist. Oder Zelt weggeschwemmt. Also überschlagsmäßig habe ich, keine Ahnung, 300, 400 Nächte draußen verbracht in den letzten 6 Jahren. Von daher kann ich jetzt nichts explizit nennen, aber ja, es gibt Situationen in der Nacht, wo man aufwacht und sich denkt, ja, was ist das jetzt oder so, und dann schaut man, dann ist da nichts. Und weil es im Unterholz oder was Mäuse herumlaufen oder so und halt das Geräusch, man liegt ja nah am Boden. Und dadurch hört man alles sehr stark, aber da kriegt man auch irgendwie eine Routine oder ein Gefühl dafür, dass das nichts ist und man einfach weiter schlafen kann. Also so richtige Situationen, wo ich mir jetzt gedacht habe, okay, jetzt muss ich aufstehen und das Camp abbrechen mitten in der Nacht, weil irgendwas ist, hatte ich eigentlich noch nie. Also auch kein Gewitter oder sowas, das ist denn noch nie passiert? Gewitter schon, ja, doch. Was macht man da? Hoffen, dass der Blitz einen nicht trifft. Und beten, hoffen und Zelt. Ganz viel Halleluja. Ja, da wird man auch als Atheist zu religiösen oder zu. Da traut man sich dann doch. Na ja. Also man sucht sich natürlich den Zeltplatz so aus, dass im besten Fall nichts sein kann, auch wenn ein Gewitter kommt. Es kann einem natürlich aber auch überraschen, weil es schaut vielleicht am Abend auch um 9 nach bestem Wetter aus und es kommt ein Gewitter über Nacht rein und man ist irgendwo über der Baumgrenze und dann kann man nichts mehr machen. Ja. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht waschelnass wird und dann unterkühlt wird, größer, als dass jetzt wirklich einen der Blitz im Zelt trifft. Man kann passieren, aber kann alles sein. Ne? Ja.
Das war ja nicht dein erster langer, wie nennen wir das, Hike? Nennen wir es mal Hike. Ja. Sondern du bist auch den Pacific Crest Trail gelaufen. Und ich bin stolz, dass du schon mein zweiter PCT Thru-Hiker bist. Erste Frage, wie war dein Hiker-Name? Ich hatte keinen wirklichen angenommen, weil das, da waren irgendwie viele Namen dabei und zu der Zeit war mir das nicht so wichtig. Ich finde diese Trail-Names schon interessant, vor allem bei Amerikanern, die dann ja halt oft Peter oder sonst irgendwie, wo sich die Namen halt wiederholen und dann irgendwie ein individueller Name dann hilfreich ist, wenn man dann genau weiß, um welche Person es sich handelt. Aber Matthias hat es jetzt keinen anderen gegeben dort und von daher konnte ich meinen normalen Namen verwenden und habe mich da nicht wirklich drum gekümmert. Ich war aber auch nie in so wirklich großen Gruppen, wo sich dann solche Namen ergeben. Und kennst du Sauerkraut? Ja. Kennst du. Also leider noch immer nicht persönlich, okay. Aber aus dem Internet. Empfehle ich dir. Ja, ich kenne seinen Blog und wir haben auch Kontakt über Internet ab und zu. Ja. Super. Beim Pacific Crest Trail ist da irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht hast du die Episode mit Carsten gehört oder so, ja. Aber er hat ja doch eine ganze Menge erzählt. Was war für dich das Spezielle am PCT? Also warum hast du den zum Beispiel ausgewählt und nicht den, Appalachian und dann noch der Continental Divide? Continental Divide Trail. Ja, also mich hat der Westen der USA schon von Kind auf interessiert, so diese ganzen Western-Filme und so weiter haben wir immer getaugt und wollte ich immer mal sehen und landschaftlich ist der PCT einfach traumhaft, also du gehst von der Wüste über 4000 Meter hohe Berge bis zu den Vulkanketten und Wälder und alles halt, es hat sehr viel Diversität. Und von daher habe ich mich für den PCT entschieden und nicht für den Appalachian Trail. Continental Divide Trail war zu der Zeit noch nicht so auf meinem Radar oder kannte ich eigentlich auch noch nicht so wirklich. Ja, der ist auch noch nicht fertiggestellt. Ich meine, mittlerweile, also ich werde ihn machen. Das weiß ich, kann ich schon sagen. Ich weiß noch nicht genau wann. Mittlerweile wäre das jetzt kein großes Thema, aber zu der Zeit, wo ich quasi in die Sache erst reingekommen bin, hat mich auch vielleicht ein bisschen davon abgehalten, dass er noch nicht fertig ist. Also der ist erst zu 70% oder 80% fertiggestellt. Und man muss halt schon, man sollte etwas mehr Erfahrung mitbringen, den zu machen. Und der Appalachian Trail hat mich nicht so interessiert, weil da halt, der Appalachen sind ja da erodiertes Gebirge, ne? Und da ist halt viel Wald, ist sicher auch cool. Aber es ist halt mehr so ein Trail mit vielen Leuten, das sind bis zu der bekannteste Trail in den USA, den gehen halt mal bald mehr. Ne? Was bei uns quasi so ein bisschen wie Mittelgebirge ist, quasi, wo man viel Wald hat, wenig sieht. Genau. Pfälzerwald. Na, für mich war hauptsächlich für den PCT eben der Wechsel in der Landschaft ausschlaggebend. Ja. Wenn du jetzt mal die Touren, Pacific Crest Trail, 4000 irgendwas Kilometer, Österreich 3000 Kilometer, beides hat Berge dabei, wo sagst du, Heimat oder Ferne? Was ist cooler dann also gewesen, so von Bergen her? Also. Ja, also ich muss sagen, Ferne. PCT ist was, was ich gegen nichts tauschen würde. Ich meine, die Österreich-Tour hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und das Land kennenzulernen und die Verbindungen zu den Tälern und so weiter war eine coole Sache. Aber beim PCT ist es halt so, du hast quasi 4200 Kilometer Single Trail von Anfang bis Ende. Der Trail ist so breit und du gehst 2 Meter vom Trail weg, kannst ein Zelt aufbauen, dort schlafen. Am nächsten Tag gehst du wieder auf den Trail und rennst einfach weiter, so weit du willst. Und das ist in den Alpen halt nicht möglich, weil die Wege, die gibt es zwar, aber sie sind nicht wirklich nicht verbunden. Ne? Du kommst immer wieder in Täler, hast lange Abschnitte auf Forststraßen, auf Asphalt und dann gehst halt wieder irgendeinen Steig rauf, der zufällig halt auch Nordalpenweg oder sonst wie heißt. Es ist halt nicht so die Verbindung da ganz einfach. Und das ist im PCT halt schon was, was sehr cool ist. Und die Trailkultur drüben ist halt auch eine ganz andere. Es ist eine große Familie, da ist irgendwie jeder cool und schaut auf sich irgendwie.
Und das kann man in Österreich halt nicht sagen, weil da gibt es wenig Leute, die die Trails wirklich am Stück laufen. Hm. Ja. Du warst schon in Alaska, in Neuseeland, auf Mallorca warst du, den GR20 auf Korsika hast du gemacht, den Laura Vegor in Island, kommen wir gleich noch zu. Was steht denn noch so in den nächsten Jahren an? Ja, also ich mag auf jeden Fall die Triple Crown machen, das wäre eben noch Continental Divide Trail, CDT und auch Appalachian Trail. Ich will das sehen, auch wenn es mich jetzt landschaftlich vielleicht jetzt nicht so interessiert, aber da kommt dann vielleicht auch ein gewisser sportlicher Reiz dazu, dass ich sage, okay, ich will den Appalachian Trail in, keine Ahnung, in 80 Tagen machen vielleicht oder halt mit einer höheren Pace ganz einfach gehen, so in der Richtung. Und ansonsten will ich mich in Zukunft vielleicht auch mehr auf so Wildnisgegenden spezialisieren, nicht, aber mehr in Gebiete gehen, wo es keine Wege gibt oder wenig Wege gibt, wo man weniger drüber weiß, weil die Trails halt immer populärer werden und ja einfach auch viele Leute schon drauf unterwegs sind. Aber die Triple Crown möchte ich auf jeden Fall machen. Ich weiß gar nicht, war das Scott Jurek, der den Appalachien in 44 Tagen gemacht hat? Ja, der hat das gemacht. Das ist dann gebrochen worden vom Karl Melzer letztes Jahr. Und das ist schon Wahnsinn, oder? Ja, also, ja. Der hat es im dritten Versuch geschafft. Und jetzt ist aktuell einer unterwegs, der will unsupported, also ohne Crew, versuchen, Karl Melzers Rekord zu brechen. Der ist erst so an die 17 Tage jetzt drinnen. Ja. Und ja, kann man nicht sagen, das schafft, aber es ist spannend zu verfolgen. Okay, 17 Tage, das ist, was läuft da am Tag? Ja, 90? Also 45 Meilen plus, also knappe 80 Kilometer. Ja, das ist also ein bisschen unter 80 Kilometer. Ja. Aber ist halt die Verletzungsgefahr relativ groß. Ja klar, aber je nachdem, wie man halt, ja gut, wenn er gut drauf ist, warum nicht, ne? Ja. Juni 2010, von Porsmirk nach Landmanner Lauger und zurück auf dem Lauger Vegor. Ja. Ich war, jetzt muss ich überlegen, ich würde meinen, ich war 2005 dort. 2003 oder 2005 okay. Bin ich den von Landmanner Lauger, dem Farbkasten Islands, bis nach Porsmirk. Dort haben sie uns dann retten müssen, weil es hatte so stark geregnet, dass es vom Gletscher her quasi alles runterkam, was irgendwie an Wasser da war und alles überschwemmt. War aber auch sehr aufregend. Wunderschöne Strecke, sind glaube ich 65 oder 70 Kilometer Einweg. Ich hätte es nicht unbedingt schwierig, aber schön. Mit den kantigen Felsen und Steinen, das ist natürlich auch schon herausfordernd. Aber es ist einfach, also wenn man da ein bisschen Wetter hat und was sieht, ist das natürlich grandios. Ja. Ich habe es nur in die eine Richtung gemacht. Warum wolltest du hin und zurück machen? Weil du keinen Bus gefunden hast? Oder? Kein Geld für den Bus. Na, also Island, ja, kann ich nur bestätigen, ist einzigartig. Muss man unbedingt gesehen haben. Sagt jeder, der es gesehen hat. Das ist echt Wahnsinn. Und ich bin den Weg in die andere Richtung gegangen, weil ich für den ursprünglichen Weg weniger Tage gebraucht habe als angenommen. Ich dann Zeit hatte und mir gedacht habe, ja, bevor ich jetzt mit dem Bus herumfahre und dort in einer Unterkunft sitze, laufe ich ihn wieder zurück. Ja. Und das habe ich dann so gemacht. Ja. Wie lange warst du da unterwegs? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber also wir haben es damals in 5 Etappen gemacht, Richtung. Ja, ich glaube, ich habe beide in 6 Tagen gemacht oder so. Ja, ist machbar. Wir waren sehr langsam, wenn man es unterwegs. Ja, machbar. Mittlerweile traue ich mir zu, dass ich das in einem Tag gehe. Also, Grenzen verschieben sich. Das Schöne am Landmanner Lauger ist halt einfach, dass mit den warmen Quellen reinsetzen und Whirlpool. Ja. Das war schon. Ja, es ist auch ein Teil von dem Ganzen. Überall steigt der Dampf aus dem Boden raus. Es wirkt wirklich komplett mystisch und mit der Landschaft phänomenal. Mhm.
wenn dir Island gefällt, hast du denn schon mal Patagonien irgendwo auf dem Schirm? Also Südamerika? Ja, Patagonien wäre sicher Reise wert. Nur, was ich so gehört habe von Leuten, die ich kenne, die dort waren, ist, dass es teilweise schwierig sein soll, Permits zu bekommen für die Wege oder die Tracks, wo nicht jeder unterwegs ist. Das heißt so für die Wildnisabschnitte. Aber inwieweit das jetzt noch relevant ist oder ob es da noch andere Gegenden gibt, was einfacher ist, weiß ich nicht, weil ich noch nicht so wirklich in einer Reiseplanung von mit Patagonien mich beschäftigt habe. Also wenn, kann ich Empfehlungen aussprechen, sehr viel Zeit mitnehmen und dann Landschaft ist überwältigend und das ist nochmal das, was man hier quasi jetzt, also ich weiß gar nicht, wie hoch sind wir hier auf 1,6 oder? Ja, 1700. Ja. 1,7. Also das, was man hier quasi hat, hat man dort auf 100 Meter. Also das ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Na, ich kenne es nur von Bildern und die schon. Und natürlich Steak. Cool. Also ich hoffe jetzt, du bist nicht Vegetarier. Doch. Aber ich glaube es dir schon, dass es gut schmeckt. Also quasi so ja, Fleisch aus Tieren. Ja. Korsika, ist das wirklich so, wie es alle erzählen? Sehr technisch, aber einfach ein Traum. Und ja, GR20 ist, also bin ich mit meinem Vater gegangen in 2010. Ist landschaftlich super schön. Man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn man dort ankommt mit der Fähre. Da denkt man sich, ja, wo sind die Berge irgendwie? Und dann fahrt man ins Landesinnere oder halt in die Ortschaft, wo es losgeht und dann sieht man das so langsam. Landschaftlich cool, technisch ja. Kommt halt jetzt drauf an, wenn man jetzt Alpenwege gewohnt ist, dann ist jetzt nicht so viel schwieriger. Aber wird halt oft von auch Trekking oder Langdistanzwanderer Einsteigern gemacht und für die ist es dann sicher ordentlich auch technisch, ja, schon. Aber würde ich wieder machen. Also da habt ihr dann auf Hütten übernachtet oder doch eher wieder auf Zelt? Nein, wir haben Tarps mitgehabt, so Leichtzelte kann man sagen. Und ja, wir waren da auch mit leichter Ausrüstung unterwegs. Also ich habe da überhaupt nur mit 4 Kilo war ich unterwegs und mein Vater mit ein bisschen mehr. Aber ja, war cool. Thema Leichtigkeit, du gibst so Ultra-Leicht-Tracking-Workshops und Touren. Mhm. Was macht ihr da? Also geht ihr da raus oder macht ihr das in der Turnhalle? Ist das theoretisch oder? Ja, unterschiedlich. Also ich arbeite mit Leuten teilweise über E-Mail oder Skype oder Telefon, wo ich Ausrüstungslisten erstelle und auch mit Leuten direkt, das ist meistens bei mir, wo dann auch Ausrüstung mitgebracht wird und ich die optimiere, beziehungsweise ich vorher Ausrüstungslisten erstelle, die Leute kaufen sich die Ausrüstung und wir schauen das dann, wie das zusammenpasst und was man noch optimieren kann, weil da einfach enorm viel Bedarf besteht, was Ausrüstung betrifft und viele Weitwanderungen abgebrochen werden, weil das Material zu schwer gewählt wird. Man denkt sich zu Hause, ja, ja das brauche ich alles und 15 Kilo ja, ist ja kein Problem, ne? Aber wenn man dann ein paar Tage unterwegs ist und das nicht gewohnt ist, hoch und runter im Berg unterwegs ist, dann kann das muskulär oder körperlich schnell zu einem Problem werden. Und mit der richtigen Vorbereitung und Optimierung kann man so die Wahrscheinlichkeit, dass man sich vornimmt, auch schafft, würde ich sagen, um 70% erhöhen. Also richtige Ausrüstung ist das A und O. Und das Training und die Optimierung im Vorhinein spielt da auch mit. Ja. Man kann sich zwar während der Natur oder am Anfang einer Tour fit gehen, ich sage aber immer, es ist vorteilhaft, schon fit hinzukommen, weil dann weiß mein Körper in etwa, was kommen wird und die muskuläre Anpassung hat schon stattgefunden. Und das ist besser, als man hat dann Shinsplints oder einen Überlastungsbruch während der Tour. Und viele Leute geben viel auf im Vorhinein, um am PCT zu laufen oder die verkaufen ihr Haus oder kündigen. Und dann ist es nach 3 Wochen vorbei. Na, das wäre vermeidbar, wenn man sich gut vorbereitet und da helfe ich dabei. Ja. Hier Mandarfen, da geht der E5 durch von Oberstdorf nach Meran. hast du hier schon ein paar gesehen, wo du so sagst, nee, die kommen wahrscheinlich eher nicht an? Da jetzt im Speziellen? Ja. Hier, also heute früh war ein Bild für die Götter. Welche Etappe ist das? Welche Etappe für E5 ist das hier? Wie weit ist der noch? Nicht mehr so weit, ne? Außer jetzt nach Meran. Also du hast, ja, nach Meran hast du, es ist hier Halbzeit.
Ah, doch erst? Okay. Ist Halbzeit. Also du hast bis hierher 80 ja. und von hier 80. Okay, cool. Weil du früher das war wirklich, also saßen so 3, 4, 5 Leute irgendwie da vor der Information, alle gepackt und sah schon nach E5 schwer aus und alle am Qualmen und Qualmen. Ich habe wirklich gedacht, ihr werdet Freude haben noch. Ja, also man sollte keine Vorurteile haben, weil ich habe mich auch schon öfter getäuscht von außen, aber also wenn man jetzt jemand sagt, ja, wirst du nicht schaffen, aber ja, es ist eine Herausforderung und viele Leute, also ich sag so, dass 90% der Leute, die nur Alpentouren machen, zu viel Gepäck dabei haben und sich dadurch der Weg um einiges erschwert. Gibt so das am meisten überschätzteste Ausrüstungsteil, was die Leute immer mitschleppen und wo man dann sagt, warum habe ich das mitgenommen? Ja. Also gerade bei den Workshops, da wirst du das ja immer wahrscheinlich wieder, was nimmt ihr mit? Und dann sagst du, hey, brauchst du doch gar nicht. Hast du doch das. Ja, da gibt es einiges, aber ein Teil, was sicher überschätzt wird, ist so ein Standalone-GPS-System. Also quasi ein GPS von Garmin. Das braucht heutzutage kein Mensch, weil im Smartphone die Karten wesentlich detaillierter sind, die Prozessoren besser sind, die Displays besser aufgelöst und das Kartenmaterial alles verfügbar. Also kein Mensch braucht ein Standalone-Gerät, vielleicht für Geocache, aber damit kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, ob man das auch mit Smartphone machen kann oder nicht. Aber das ist so ein Ding, was man nicht braucht und viele Leute haben. Und sonst Hygieneartikel, also diesen Kulturbeutel zum Aufhängen mit Spiegel und weiß ich nicht was alles, das braucht ja kein Mensch in Wahrheit. Du meinst, da reicht auch die Sonnenbrille, wo ich dann ja, direkt... Oder ein Handy-Display oder sowas, ja. Bestimmt die Kamera. Ja. Also was ich jetzt weiß mit diesen GPS-Dingern da, das ist doch, jetzt vorletzte Woche im kleinen Weißetal, hab mit Trailcam und der Björn und Holger, die schwören halt noch drauf, weil man die auch quasi noch mit Handschuhen bedienen kann und wenn es nass und so weiter, weil die große Tasten haben. Deswegen schwören die da drauf und nicht aufs Smartphone. Ja, also ich muss sagen, ich bin in den letzten 6 Jahren 23.000 Kilometer gegangen von Neuseeland bis USA und habe mich bisher auch nicht großartig verlaufen und habe nie ein GPS-Gerät mitgehabt. Und es gibt auch Handschuhe, so Laufhandschuhe, die so smartphonefähig sind. Mhm. Wenn man meint, das ist wichtig, kann man auf das schauen. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Das war jetzt noch nie ein Problem. Wie hältst du es jetzt zum Beispiel mit Taschenmesser oder sowas? Braucht man das wirklich? Ja. Naja, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe das kleinste Schweizer Messer auf meinen Touren mit, was es überhaupt gibt. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das sieht, so 3-4 cm mit einer Schere und der kleinen Klinge. Und das habe ich auch in Alaska mitgehabt, habe ich auch nichts anderes verwendet. Dann bist du Bären jagen gegangen. Ja, genau, ich kann auch damit Bären legen. Ich stech dich tot. Naja, na. Ich weiß nicht, was man mit einem Buschmesser oder Leatherman in der Wildnis macht. Also keine zumindest Ahnung. Bei den Sachen, die wir da vorhaben. Quasi. Ja, das ist so ein Sicherheitsdenken von vielen Leuten. Die meisten glauben auch, dass ja ein schwerer Rucksack oder schwere Kleidung mehr Sicherheit bringt. Im Zweifelsfall ziehen sie sich einfach nur im Fluss runter. Ja, beziehungsweise auf Dauer gesehen ist es halt schlecht für die Gelenke und schränkt die Chancen ein, dass man die Tour schafft, wenn man sich einfach damit überlastet. Okay. Aber das ist einfach in den Köpfen noch so verankert. Und ultraleichte Ausrüstung, alles was leicht ist, hält nicht viel. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe Teile von meinen Ausrüstungsteilen seit Anfang an, wie gesagt, mit 120 Gramm oder einen leichten Schlafsack mit 600 Gramm. Dann habe ich es bei allen Touren verwendet, der ist nach wie vor top. Und wenn man auf seine Sachen schaut, dann kann man auch leichte Sachen lang verwenden, weil die sind gut gemacht und auch für solche Dinge konzipiert. Also schwer ist nicht gleich gut, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Was würdest du Leuten raten, die jetzt sagen, oh ja, so eine Alpenquerung muss ja jetzt nicht unbedingt extrem sein, so mit 1000 oder sowas, aber jetzt so ein E5, sagen wir mal, klassische Route, will ich noch mal laufen oder will ich überhaupt mal laufen oder als Einstieg quasi, was würdest du dem empfehlen, wie kann man sich darauf vorbereiten?
Kann man sich vorbereiten? Man kann sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Also ich habe mich auf die langen Touren am Anfang PCT so vorbereitet, dass ich gehen zur Routine gemacht habe. Ich habe damals meinen Arbeitsweg noch in Wien die 4 Monate davor zu Fuß zurückgelegt. Das war zwar nicht weit, das war hin und der Tour so 4 Kilometer, aber ich bin es quasi jeden Tag gegangen. Im Winter Schneefall, vielleicht mal in der Nacht davor weg gewesen und nicht so motiviert zum Gehen, trotzdem gegangen. Und somit habe ich das Gehen zur Routine gemacht, also gehen, auch wenn ich nicht will. Und das hat mir, glaube ich, dann schon auch geholfen. Ja. Und ansonsten einfach viel auf den Beinen sein, viel unterwegs sein davor, wenn es halt geht, zumindest am Wochenende. Und dann kann man auch gewisse Belastungen schon mal vorprogrammieren bzw. mal trainieren. Ja. Und meinst du dann eher dieses, also gehen oder laufen? Ich würde sagen gehen, weil die Lauf- und Gehmuskel, also Muskulatur beim Gehen ist, wird doch anders beansprucht. Und laufen kann man natürlich, weil es für die Ausdauer und so weiter ja trotzdem förderlich ist. Aber jetzt um die Muskulatur vorzubereiten, würde ich sagen, muss man jetzt, wenn man weit wandern will, nicht unbedingt laufen davor. Also da reicht eigentlich gehen. Und lohnt es sich dann wirklich schon rechtzeitig die ganzen Sachen, also Rucksack und so weiter, Socken und so weiter zu haben, dass man die dann schon... Definitiv, ja. Ja. Erstens mal, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Es gibt ja dann oft Situationen, wo man dann nicht weiß, wie der Rucksack aufgeht oder wie das Zelt zum Aufstellen geht, beziehungsweise dass vielleicht der Rucksack nicht gut passt, dass einem wo scheuer drückt. Und das sind natürlich Sachen, die ganz schlecht sind, wenn man da erst bei der Tour drauf kommt. Also das Equipment vorher zu haben und vorher was damit zu machen und zu testen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Nochmal zum Thema Küche. Was ist so dein liebstes Essen, was du, also quasi wovon du dich dreiviertel ernährt hast? Also bei den Touren, da ist die Ernährung ja nicht immer einfach. Also ich laufe meistens von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang und vielleicht auch noch darüber hinweg, weil mir einfach das Unterwegssein Spaß macht und das Gehen. Also ich bin jetzt kein Rumsitzer und Camper und sage dann, ja, ich schaue mir jetzt 4 Stunden den Berg an, das mache ich nicht, ich will in Bewegung sein. Und da verbraucht man wirklich nach einigen Wochen irrsinnig viel Kalorien. Also da braucht man 5.000, 6.000, 7.000 Kalorien am Tag. Und das führe ich hauptsächlich durch schnelle Energie zu, also Zucker, Schokolade, Gummibärchen, Snacks zwischendurch. Also Kocher hast du da nicht dabei? Doch, schon. Spirituskocher, wo man halt so schnell kochende Sachen macht, Nudeln, Couscous, ja, schnell kochenden Reis, vielleicht auch Parmesan, Olivenöl dazu gibt, dass man noch ein bisschen mehr Geschmack hat oder auch halt essentielle Fette dabei hat. Das ist schon wichtig. Man kann aber auch ohne Kocher unterwegs sein, das muss man ausprobieren, also wie man da drauf reagiert oder was einem Spaß macht. Gestern bei deinem Vortrag, da hast du noch sehr viele coole Bilder gezeigt und Videos. Jetzt bin ich ja auch so ein bisschen Fotograf, kann man ja sagen. Mhm. Wie hast du die gemacht? Also hast du das mit Stativ und Selbstauslöser gemacht? Hast du die hingestellt, bist wieder zurückgerannt? Und hat es jemand dabei? Wie hast du das gemacht? Ja, also ich habe alle Bilder und Videos selbst gemacht und ich habe am Anfang experimentiert mit Stativen, mit so kleinen Gorilla-Pots oder auch Carbon-Stativen. Mir war dieses Kamera anbringen und auf Stativ stellen dann aber auf Dauer zu mühsam. Und mittlerweile nehme ich eigentlich kein Stativ mehr mit. Ich stelle die Kamera irgendwo hin, wo ich einen passenden Stein oder Baumstumpf oder sonst was finde. Drücke auf Record, laufe vorbei, hole die Kamera wieder und gehe weiter. Also ich mache das so mehr oder weniger im Vorbeigehen. Wie machst du das dann bei Fotos? Serienaufnahme oder? Unterschiedlich. Also wenn ich jetzt Lauffotos. Ich nehme jetzt beim Laufen selber im Training kaum eine Kamera mit, weil wenn ich laufen will. Ja, aber bei den Touren meine ich. Also ja, bei den Touren, Serienbilder oder einfach, wo ich immer denke, ja, da ist die Landschaft, ich stelle mich dort und dorthin und wenn ich das so mache, schaut das so aus, dass ich es verwenden kann. Also ich bin jetzt nicht mehr so der Tüftler. Ich versuche die Fotografie- und Videogeschichten eher so auf dokumentarisch zu beschränken und jetzt nicht großartig auf Bildausschnitt und ja.
Es soll eher das darstellen, was ich mache und jetzt nicht übermäßig, übertrieben dargestellt sein. Welches System setzt du da ein? Also ich habe mir jetzt so eine kleine Sony RX105 geholt, genau für diese Sachen, weil die super geil, die ist leicht, die ist herrlich. Der einzige Schwachpunkt meiner Meinung nach ist leider nicht wasserdicht, das wäre dann die perfekte Kamera. Was hast du da? Ja, über die Jahre habe ich alles verwendet, von Spiegelreflex über Systemkameras und bin mittlerweile auch bei der Sony angelangt. Ich habe die RX3, weil 4K-Video war für mich jetzt noch nicht so das Thema. Und dann habe ich noch eine Panasonic LX15, das ist so ein ähnliches Ding. Und die liefern mir die Ergebnisse, die für mich ausreichen. Das Spiegelreflex-Thema ist bei mir vorbei. Genau, also Spiegelreflex ist für mich jetzt auch nur, wo ich wirklich nicht selber renne. Dass es nicht darum geht, irgendwas mitzunehmen. Genau, aber jetzt fürs Training oder für meine Sachen, wo ich selber was mache, da nehme ich nur die kleine mit. Ja. Die passt ja schön in den Rucksack vorne rein, also da kann man es auch mal schnell rausholen und klack. Von der Qualität her mittlerweile echt super. Ja. Also. Und für mich war halt wichtig, dass ich RAW kann, also nicht nur JPEG. Und also in Südafrika habe ich es mal gemacht, dass ich wirklich nur mit der Fotografierung war. Super. Mhm. Also. Ja, das kann ich bestätigen, also da würde ich auch nicht mehr zu viel mitnehmen. Okay, zum Abschluss noch mal eine kleine Fragerunde. Kleine Frage, große Antwort. Nee, also du kannst so lange antworten, wie du möchtest. Ich werde mich kurz halten. Ja, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 16:30, also wir hätten noch eine Stunde bis zum Race-Briefing. Ja, ich muss noch einkaufen davor. Da komme ich noch mal mit, noch mal eine kalte Cola. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Naja, wenn es Meer wäre, dann würde dein Podcast Vitamin Meere heißen. Okay, dann wärst du wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber warum ist es dein Favorit? Naja, Berge deswegen, weil es für mich, also ich finde die Herausforderung, die ich suche, Inspiration, Ruhe, eigentlich viele Sachen gleichzeitig in einem. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort sein müsstest? Oder wärst? Naja, mein Leben ist ja quasi so, ja. Also, nur dass deine Hütte sich, quasi, du bist der Niederländer in Bergen. Unterscheidet sich jetzt nicht so von der einsamen Hütte. Nein, ich glaube nicht viel anders, als was ich so mache. Also Trailrunning, Laufen, Lesen, ein bisschen Schreiben. Ja, wäre nicht also so der große Unterschied. Ja. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Puh, auf Tour Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, weil der Tagesanbruch immer so, ja, eine coole Stimmung ist vom Licht und auch man weiß, okay, man hat jetzt einen Tag vor sich, wo man wieder das machen kann, was man machen will. Sonnenuntergang kann oft ein bisschen stressig sein oder Stress in mir verursachen, weil ich dann mir immer überlege, ja, wie viel Zeit habe ich jetzt noch, bis es stockdunkel wird und finde ich dann einen geeigneten Schlafplatz. Von daher das Erste, oder? Gut, ich bin gespannt, ob du morgen, also Sonnenaufgang wirst du erleben, und zwar da oben. Ja, hoffentlich, ja. Sonnenuntergang auf der Strecke mal gucken. Nicht. Je nachdem, wie schnell du bist. Habe ich nicht vor. Dein Gadget, ohne dass du nie in die Berge gehst. Also was du immer dabei hast. Eine Wasserflasche, würde ich sagen. Wasserflasche. Ja. Und beim Laufen eine Uhr. Ja. Welche Uhr hast du? Ich habe Garmin. Sunto Ambit. Ich weiß jetzt nicht, welches Modell. Welche Top 3 Blogs oder Ressourcen empfiehlst du für mehr Berge? Also es kann Video, also YouTube-Channel, das kann Blog, Magazin oder was auch immer sein. Also ich schaue viel Iron Far, Ginger Runner, so eher die amerikanischen Trailrunning-Ressourcen. Und ja, im Wandern so John Zahorian, der macht so Videos. Und der Hiking Life, das ist ein Blog von einem Australier, der in Mexiko lebt und in den letzten 20 Jahren 100.000 Kilometer, glaube ich, gegangen ist. Der kennt jeden Trail von Tasmanien bis Mexiko und ist ein cooler Typ und schreibt über seine Sachen und ist immer wieder einen Blick wert. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also du würdest jetzt, müsstest nach Hamburg ziehen, aus welchen Gründen auch immer. Furchtbar. Okay, was würdest du dann dagegen tun? Nicht nach Hamburg ziehen. Okay, also quasi die Vermeidungsstrategie. Ja.
Wen würdest du gerne mal im Podcast hier hören? Gute Frage. Also vielleicht eher Leute, die coole Sachen machen und nicht so Social Media affin sind. Also die nicht ihre Projekte schon vorher ankündigen. Oder können sie ankündigen, aber trotzdem coole Projekte machen. Ja, jetzt im deutschen Bereich, Deutsch. Da mein Englisch noch nicht ganz so dolle ist, Asko okay. Deutsch, ja. Ja, ich weiß nicht. Also es gibt einen Ultraläufer, der Hans-Dieter Weißhaar, den, ich weiß nicht, ob du, kennst du nicht? Nee, das Ding ist, okay. Wenn sie nicht so Social Media präsent ja, sind, dann, gar nicht. Dann hat man sie nicht auf dem Schirm. Ja. Deswegen ist auch diese Frage, damit ich an die rankomme. Also wie man an ihn rankommt, weiß ich nicht. Er hat eine Webseite, die heißt hans100.de oder .com. Und das Interessante bei dem ist, der ist seit 1999 über 100 Meilen Rennen gelaufen. Mhm. Hat relativ spät damit angefangen, ist jetzt glaube ich so in den 70 so in dem Alter. Und wäre sicher interessant, was seine Motivation ist, so viele Rennen oder 100 Meilen Rennen zu machen und so viele gefinisht zu haben. Ja, wie man an ihn rankommt, keine Ahnung, das ist deine Aufgabe. Okay, Herausforderung angenommen. Wunderbar, wenn die Leute jetzt sagen, ich will mehr über den Matthias sehen, ich will seine Videos sehen, ich will ihm folgen, ich möchte auf eines seiner Events gehen, wo können die Leute dich erreichen und wo sprichst du überall oder hast du deine Vorträge? Ja, so informativ ist sicher das Internet die erste Adresse. Meine Webseite matthiaskodym.com. Ich habe auch eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite. Facebook bin ich ein bisschen mehr aktiv als Instagram, aber ja, also Vortragstermine, Workshops und so weiter ist über meine Homepage am besten. Okay, verlinke ich dann auf jeden Fall. Cool. Und als letzte Frage, wann kommt dein erstes Buch raus? Die besten Erfahrungen aus 3000 Kilometer Österreich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mit mehreren Buchideen und Projekten begonnen, habe aber noch kein einziges fertig gemacht, weil ja, wenn man aus dem Schreibprozess mal draußen ist, dann ist es schwierig, irgendwie wieder reinzukommen. Und mir macht zurzeit das Herumlaufen einfach mehr Spaß als zu schreiben. Also von daher kann ich die Frage nicht ganz klar beantworten. Vielleicht nie. Aber wer weiß. Dann werde ich einfach jedes Jahr nachfragen. Ja, bitte darum. Wunderbar, Matthias. Jo. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir von morgen die besten Beine und komm gut durch. Ich werde auf jeden Fall im Ziel sein. Wir werden uns auch früh, wahrscheinlich, wie lange wirst du aber hoch brauchen? 1,5 Stunden, 2 Stunden. Ne? Mhm. Werden wir uns so zum Sonnenaufgang in der Dämmerung auf dem Gletscher treffen. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, dass die Gletscherquerung hoffentlich stattfindet. Die findet statt. Okay. Genau. Ich bin auch gespannt. Wenn das Wetter so ist wie heute, dann haben wir richtig verdammt nochmal Glück. Na, auf jeden Fall. Perfekt heute. Heute Nacht darf es sich gerne abregnen und gewittern und morgen wird dann der erste Tag des Jahres. Ich hoffe es. Wunderbar, habe mich gefreut. Dann bis bald. Ja, tschüss. Ciao.